gerade erfreuliche Geschichte. Und warum? Ich wage eine Vermutung über den Grund. Das Titelblatt enthielt das Ex Libris des früheren Besitzers, entweder eines Politikers oder eines Ministerien. Und dann kämpften unsere tapferen Sekretärinnen nicht nur mit der Person, sondern sogar mit dem unschuldigen Buch, das diese Person besaß. Sie rissen das Titelblatt heraus, damit das Ex Libris nicht in Erinnerung bleibt. Das ist eine persönliche Meinung, aber man kann diese Hypothese in Betracht ziehen. Welche Titel die vier Inkunabeln darstellen? Gerardus de Fliederhofen, ein Autor aus dem 14. Jahrhundert, der jedoch 1492 veröffentlicht wurde. Liber Chronicarum von Hermann Schlegel, die Ausgabe von 1497.